Oh je. Okay. Das ist aber hoch. Heul nicht trommelig das, was sei denn? Das Foto wird nicht. Na, dann machen. Okay, ich versuch's. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Gut, dann nehmen wir jetzt die Muttermilch und packen die... Ich denke, das wird auch ohne Köder funktionieren. Okay. Ich versuch's trotzdem mal. Ein Kokomoto! Lecker Happy Happy! Und jetzt komm zu Papa, Papi. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Der ist jetzt der Klügere. Und wie betätige ich die Falle? Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto! Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ah, hahaha. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Och. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüchst. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er... Ich hab ein Heldenfoto. So. Dann wollen wir doch mal zurückgehen zum Bozo. Hey, Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay. Ich soll einfach das Baby Bozo zurückgeben? Oder brauchen wir das noch? Das Baby. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Bozo gerettet. Zu seiner Verteidigung? Das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh, dann eben nicht. Dann kriegt halt der Opa das Baby. Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten. Und ich muss mich... Okay.
Guck mal, Boso, dein kleiner Bruder, der exakt genauso aussieht wie du. Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik, ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Oh ja! Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Das stimmt allerdings, ja. Hier, guck mal, Briefträger. Eilzustellung. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Okay. Vielleicht das Baby in die Adresse hinkriegen. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan... Ich kann meine Sachen... Und jetzt, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen. Wieso klappt das nicht? Da Kacke. Da kann ich ja einen Babypose gegen das Protektaschen eintauschen. Hey, Gun! Willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Oh yeah. Okay, Therapiepraxis. Hier, das habe ich gerettet. Haben Sie da ein... Baby in ihrem Mantel? Ich weiß, das muss seltsam auf sie wirken. Aber keine Sorge, es ist nicht von mir. Aha. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Kartenspiel. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Ja. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ich glaube, das hat mir noch gefehlt, oder? Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja. Das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Okay. Was erkennen Sie hierauf? Menschliche... Der Ark. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung, vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Last but not least, das Heldenbild. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Hey. Sehr schade. Das war doch ernst genommen. Also, teilweise. Kann ich das Kind darüber geben? Den behalte ich lieber bei mir. Er ist immerhin schon einmal ausgebüxt. Was Neues? Kann ich vielleicht das Baby mal kurz hier anhängen? Ich meine, nur ganz kurz, damit ich... Wenn Sie sich fragen, ob der Strick auch zu Ihren Sachen passt, wir haben dasselbe Modell auch noch in Ocker, Mauve, Eierschale und Burgunder. Aha. Und dafür bin ich jetzt hier hochgerannt? Ja, ist ja in Ordnung. Es tut mir fast leid. So. Lotti, magst du Kinder? Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Das klingt gut, aber es ist scheinbar nicht Lotti. Weiß nicht, mag Toni Kinder? Ich glaube nicht. Hast du da ein Baby in deinem Mantel? Das ist Bosos kleiner Bruder.
passe auf ihn auf. Du tust... Was? Sind seine Eltern denn übergeschnappt? Zufällig hält Mama Bo so große Stücke auf mich. Sie hat mich quasi in ihre Familie aufgenommen. Okay, das akzeptiere ich als klares Ja. Ach je. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Ja. Und so. Hey, Finger weg vom Equipment. Das ist auch mein Equipment. Schon vergessen? Wenn ich mich recht entsinne, wolltest du uns mit Dosentelefonen ausstatten. Ja, weil es deutlich billiger gewesen wäre. Ach ja. Und trotzdem effektiv. Und wozu hättest du das Budget dann verwendet? Nun, ich sehe hier zum Beispiel keinen Kickertisch. Oh. Das ist durchaus wichtig und so. Ja, durchaus. Jetzt habe ich ein Baby, eine Kurbel und das Heldenfoto. Abdruck. Ich bräuchte ja noch das dritte, was ein bisschen so aussieht wie Elysium. Das ist nicht nötig. Baby Boso hat sich vorsorglich einen ganzen Vorrat an Bratensoße in die Windel gepackt. Wollen wir jedenfalls mal hoffen, dass das Bratensoße ist. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüchst. Das kann ich ihm ja, auch wenn es allem widerspricht. Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder, das wollen wir lieber lassen. Oh yeah. Ist ja aber auch nicht. Vielleicht bekomme ich das letzte Bild hier unten, aber ich wüsste nicht wie. Oder wo? Oder wann? Oh! Den habe ich vorhin übersehen. Hey! Was soll denn das? Lass meinen Fetz in Ruhe! Ich dachte, du willst nicht mehr das Äffchen spielen. Will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Ach, wie langweilig. Mit der Kurbel hätte man noch ganz viele schöne, tolle Sachen machen können. Gehe ich von aus. Hier hast du eine dämliche Kurbel zurück. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig! Ich brauche erst einen neuen und diesmal bitte... Aber denk dran! Okay. Entweder haben wir hier einen Skriptfehler oder Dedelec hat es nicht gedacht. Bingo Bongo! Dass man hier quasi eine Art Schleife machen kann. Aber jetzt will ich den Fehler haben. Hey! Was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Fels in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Fels. Er ist das einzig Coole an dem Job. Alright. Der Job ist Mist, aber der Hut hat was. Ah, so ein Fetz hat nicht jeder, ja. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben sie ihren Willen und könnten mir eigentlich ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Das stimmt. So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, blöde Frage. Zu nichts. Yep. Oder ich bin einfach mal so lieb und biete June die passende Möglichkeit an. Ich bin da so ein... Na los, ihr kennt das Spiel. Busch! Guter Mensch und so. Guck mal, June. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Gun. Ja,
Aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schwierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Ich will zurück zu meinem Kuchen. Okay, passendes Publikum. Die Gören kommen eh hinterher. Vielleicht kann ich jetzt die Olle bequatschen, dass die mal mitkommt. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ja, was heißt? Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkastenmann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Geht doch. Oh, hallo. Tanz, mein Äffchen, tanz! Pfui, Spucke, das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Das sieht aber sehr interessant aus. In gewisser Art und Weise. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Diese 5 Slotty sind aber schon lange in der Kanalisation im Umlauf. Von wegen Geld stinkt nicht. Rufus, aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau, die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heilig die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Oh Gott. Ich habe jetzt die 5 Slotty. Ich gebe sie mal meinem anderen Ich. Ich habe Hunger, ich will Teigtaschen. Teigtaschen. Hey, Goon. Teigtaschen. Nur 1 Slotty 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Oh ja. So, gib mir 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder, ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Oh ja, das stimmt. Yay, ich habe 4 Teigtaschen. XXL Teigtaschen. Wow, die sind ja wirklich riesig. Da würde ja locker ein ganzer Wombat reinpassen.
Nun, das passt bestimmt gut zusammen. Fehlt nur noch die Fleischeinlage. Die Teigtasche ist so groß, er könnte sie glatt als Schlafsack benutzen. Und noch ein paar Freunde einladen. Na, dann machen wir das mal. Ich stelle lieber keine Spekulationen über die Zusammensetzung an. Da kann man nur verlieren. Okay, vier Teigtaschen. Ich habe vier Göhren da unten in der Kanalisation. Ich vergesse mir das zu geben. Hier, Essen. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Gut. Was ist denn mit Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah. Ich muss gehen. Aber Ruß war doch gerade. Moment, ist das Wasser hier? Wie gesagt, Gott zum Gruß. Haben wir auch vier Zähne? Ah, perfekt, wir haben vier Zähne. Aber ich kann ja irgendwie gerade nichts weiter machen. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise. Das Baby. Da gehört eine Sicherung. Oder Wahl. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Nom, wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen? Das ist viel zu... Brauchen diese vermaledeite Sicherung. Komme ich da am besten rein? Dieses Duell werde ich sicher nicht durch den unfairen Einsatz nicht zugelassener Waffen gewinnen, sondern in einem fairen Kampf. Mann und Mann gegen Mann. Yeah. Vielleicht hast du eine Idee. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Oh. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Nice. Ich bin gleich wieder da. Ich sehe das zwar noch nicht so kommen, aber... Rufus ist immer eine Überraschung gut. Los, Rohrpost in Rohrpostschacht. Nun trödel nicht so. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Ach je. Ja, hier unten sind wir. Kann man die überwältigen, die auf die kurz stehen. Bitte verzeih mir. Wie es aussieht, habe ich dich komplett falsch eingeschätzt. Schon gut. Sündi
Hottie und Cuties. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als ein Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Rumtata, rumtata. Na, das hast du ja richtig gut eingefädelt. Danke. Es freut mich, dass du so ein guter Verlierer bist. Hör ich recht? Du nennst mich einen Verlierer? Aber nein, aber nicht doch. Der beste Mann für den Job hat gewonnen. So gesehen sind wir alle Gewinner. Sind wir alle Gewinner. So, Mr. Bandwurm. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon. Oh je, ein Minispiel. Und noch so ein Minigame. Zum Glück ist Rufus ein Profi im Bedienen von Seilwinden. So dürfte es ein leichtes sein, seinen als Cletus verkleideten Klon sicher vor Argus Schreibtisch abzusetzen. Dazu muss lediglich der Hebel in die unterste Position gebracht werden. Die einzige Hürde dabei... 1, 2, 3. Die einzige Hürde stellen hierbei die beiden angeschraubten Winkel dar, die sich zwar mitdrehen lassen, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Sind whatever. Blockiert. Scheiße. Das ist doch bloß ein hässlicher Dart-Pfeil. Aber die Kacke ist... das gefällt mir. Mit dem Auge im Nagel hängen geblieben. Ah, das macht schon Spaß. Ah, das ist schön. Jämmerlicher Depp! Kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert! Also red doch nicht so auf! Du klingst ja schon fast wie Cletus! Ich bin Cletus! Hä? Tja, Überraschung! Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt! Aber nicht du! Du Dementer! Selten dämlicher! Ach, das lohnt sich nicht, auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ami. Boah, was hat der für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Huch. Selber schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Da sind sie scheinbar schon weg.
einen anderen Weg in Argos Büro finden. Okay. Haben wir hier. Geh erstmal raus hier. Aber wo sind denn die anderen hin? So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Düdüm. Ich habe ihn außer... So viel dazu. Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Attenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Kistenschleppen. Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. Bedümm. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm? Ich könnte mich umziehen und dazu stoßen. Huch. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Wo hat denn jetzt hingeballert? Wo hat denn der jetzt... Hier ist noch alles okay. I am utterly confused.